Moin Leute, heute die einfache Frage, was mache ich mit einer 0-Volt-Zelle? Die zahlreichen Ratschläge, die ich hier auf YouTube gefunden habe, die reichen von einerseits, ach scheiß drauf, einfach wieder aufladen und weiter nutzen, bis zu irgendwie einen Exorzismus an der Zelle ausführen und das Ding dann auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Ja, also das ist so ungefähr die Range, die ich da so gefunden habe. Meine persönliche Meinung ist da jetzt, so die Wahrheit liegt wie immer eher so in der Mitte. Und ich möchte euch heute da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und die einfachen Fragen klären. Kann man die Beschädigung einer solchen 0-Volt-Zelle überhaupt messen im Nachhinein oder ist die vielleicht irgendwie versteckt? Also das wäre natürlich super verheerend, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Zelle hatte einmal 0 Volt erreicht. Wenn ich jetzt aber mit einem internen Widerstandsmesser oder Kapazität und so erstmal da rangehe, erscheint die mir ganz normal. Und kann dann im späteren Verlauf, wenn ich die weiter nutze, aber irgendwie massive Schäden verursachen, also dann anfangen zu brennen. Ja, das wäre so der Worst Case, den ich mir vorstellen könnte. Die andere Frage, die wir klären müssen, wie lange dürfen die bei 0 Volt sein? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, je länger die in diesem Zustand sind, desto stärker die Schädigung der Zelle, ist natürlich die große Frage, wie lange durften die denn überhaupt da drin sein, ja, bis die eine ernsthafte Schädigung erfahren haben. Und genau zu diesem Thema habe ich eigentlich eine relativ coole wissenschaftliche Veröffentlichung gefunden. Unten in der Beschreibung ist der Link, könnt ihr es selber durchlesen. Da waren halt ein paar kluge Jungs, die haben das einfach mal gemacht, ja. Die haben das einfach gemacht, die haben so eine Zelle genommen und haben die immer auf 0 Volt gebracht, haben die danach wieder verwendet, verschiedene Zyklen durchlaufen, wieder auf 0 Volt gelagert und das Ganze irgendwie viermal hintereinander und jedes Mal gemessen den internen Widerstand, die Kapazität und ist irgendwas aufgefallen, irgendwas passiert. Genau das haben die halt gemacht, mehrere Zyklen hintereinander und das Ganze super dokumentiert und ich zeige euch heute hier die Ergebnisse und das ist echt total spannend. Okay, was haben die Jungs mit der Zelle gemacht? Die haben die erstmal gemessen, also Kapazität, interner Widerstand, dann haben die die auf 3 Volt entladen, dann kurz geschlossen auf 0 Volt, 2,5 Tage liegen lassen. Danach wieder gemessen, aufgeladen, interner Widerstand und so weiter, wieder auf 3 Volt runtergeladen, wieder auf 0 Volt kurz geschlossen, dann für 4 Tage liegen lassen. Dann haben sie die Kiste auf 3,6 Volt gebracht und dann nochmal für 26 Tage liegen lassen. Okay? Und dann ganz am Ende nochmal wieder auf 0 Volt gebracht und dann nochmal 8 Tage liegen lassen. Ja? So, und dann haben sie das Teil nochmal gemessen und dann hat die Zelle aufgegeben und hatte einen internen Kurzschluss und war halt kaputt. Hat aber nicht gebrannt oder so, ja. So, und was haben die dabei gemessen? Gucken wir es uns mal an, das ist mega interessant. Also fangen wir mit dem internen Widerstand an. Beim internen Widerstand ist es so, die Zelle hatte am Anfang einen internen Widerstand von 57 Milliohm und am Ende des ganzen Experiments einen internen Widerstand von 88 Milliohm. Also der ist massiv angestiegen und lag auch sicherlich außerhalb irgendwie des guten und vernünftigen Bereichs für diese Zelle. Also das ist schon mal etwas, was auf jeden Fall passiert. Was ist mit der Kapazität passiert? Mit der Kapazität ist, kann man sich vorstellen, die ist natürlich runtergegangen. Um wie viel? Das können wir auch nochmal nachvollziehen. Und zwar am Anfang hatte die Zelle 2,3 Amperestunden. Nach den 2,5 Tagen Lagerung bei 0 Volt hatte die nur noch 2,12 Amperestunden. Also hat wirklich innerhalb von ganz wenigen Zyklen schon massiven Kapazitätsverlust erlitten. Nach dem zweiten 0 Volt Lagerungszyklus also bei 4 Tagen, also 4 Tage bei 0 Volt, hatte die Zelle nur noch ungefähr 1,6 Amperestunden, hat also extrem viel verloren. Und ganz am Ende haben sie das Teil ja danach nochmal 26 Tage bei 3,6 Volt liegen lassen. Und dann hat die Zelle in dieser Zeit auch Kapazität verloren, obwohl die eigentlich bei Nominalspannung lag für 26 Tage. Und da lag die Zelle dann schon bei 1,47 Amperestunden. Also, und dann war sie halt auch Schrott, ne? So, was heißt das jetzt für uns? Wie gesagt, das Experiment, muss man jetzt sagen, war nur mit einer Zelle, aber die haben es relativ gut dokumentiert und ich glaube auch ordentlich gemacht. Das ist das eine. Also das Experiment ist jetzt sicherlich erstmal nur eingeschränkt, dass so die eine Zelle war und auch eine spezielle Zellchemie und so weiter. Das muss nicht unbedingt auf die anderen übertragbar sein. Trotzdem ist es, glaube ich, erstmal ein ganz guter Hinweis und irgendwas Gemessenes, mit dem wir was anfangen können. Das erste Ergebnis, was ich sagen würde, was ich sehr wichtig finde, ist, es gab keine exotherme Reaktion. Also die Zelle also hat nicht gebrannt und es gab auch keine mechanische Beschädigung oder sonst irgendwie was. Also grundsätzlich war es jetzt erstmal nicht so schlimm am Ende, ja. Das muss natürlich nicht heißen, dass das immer so ist. Das zweite
Was ich tatsächlich fast am wichtigsten finde, ist, der interne Widerstand ist massiv angestiegen und die Kapazität ist extrem abgesunken. Und man konnte sehen, dass die Kapazität bei der Lagerung am Ende sogar absinkt, ja, obwohl nichts passiert, obwohl die ordentlich, also bei 3,6 Volt. Das heißt, die wurde bei Nominalspannung gelagert, was eigentlich das absolute Optimum für die Lagerung ist. Und trotzdem hat die Kapazität verloren. Also das heißt, da ist wirklich irgendwas im Gange und die Zelle geht kaputt, ja. Und was heißt das? Es ist messbar. Ja, das ist halt irgendwie für mich fast die wichtigste Aussage. Das heißt, wenn wir so eine 0-Volt-Zelle haben und dann hat die und die hat wirklich massiven Schaden erlitten, ja, dann ist es messbar. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Das heißt, wir können diese Zellen detektieren. Ja, wir können jetzt nicht genau sagen, das war mal eine 0-Volt-Zelle, aber wir können sagen, okay, diese Zelle ist Schrott. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ist jetzt mit so kurzen 0-Volt-Episoden? Also wenn die einmal kurz runter war, sagen wir mal nur für ein paar Stunden oder sowas, ja, was ist dann? Der Autor sagt tatsächlich, dass es seiner Meinung nach nicht kritisch ist, ja. Sowas, sagen wir mal, im Bereich von einem Tag oder so, ja. Und die Zellen degradieren in diesem Zustand extrem schnell. Also, wie gesagt, ich hatte das schon mal erklärt, da entstehen auch so kleine Kupferdendriten und alles. Aber für eine ganz kurze Zeit scheint es tatsächlich nicht unbedingt ein Problem zu sein. Also auch hier kann man sicherlich eine gewisse Abstufung machen, wann es wie gefährlich wird. Das Zweite, also was noch ist, also was der Autor noch gesagt hat, ist, dass längere Episoden bei 0 Volt auf jeden Fall unweigerlich zur Zerstörung der Zelle führen. Also das ist so, ja. Das heißt, das ist wirklich so das absolut Schlimmste, was man der Zelle antun kann. Und dann sind die auch kaputt, ne? Das heißt, wenn ich die dann weiter benutze, laufe ich auf jeden Fall Gefahr, dass da halt irgendwas Schlimmes passiert. Meine persönliche Erfahrung noch dabei, dass was ich oft gesehen habe, ist, wenn die Zellen einmal in diesem Zustand waren, dass dann gehäuft diese Heaterzellen auftreten. Das heißt, die Zellen erwärmen sich beim Laden nochmal sehr stark. Ja, auch das ist ein Problem. Das muss man prüfen. Unterm Strich kann man aber sagen, ihr könnt die messen, ja, wenn ihr die ordentlich messt, also wenn ihr diesen typischen Zyklus macht, ihr messt den internen Widerstand, checkt, dass der in Ordnung ist, ihr messt die Kapazität, prüft, dass die in Ordnung ist, ihr lasst das Ding danach 30 Tage liegen und guckt, wie der Spannungsverlust ist und auch wie der Kapazitätsverlust über die 30 Tage ist. Und wenn das alles nicht auffällig ist, ist die Zelle vermutlich noch in Ordnung, ja. Also da, das Kriterium scheint noch weiterhin zu gelten. Das ist eine schöne Sache. Aber ihr müsst diese Tests machen und das ist das, was echt wichtig ist. Ja? Ihr könnt nicht einfach sagen, ich lade die Zelle dann wieder auf, alles gut. Das ist nicht der Fall. Wenn die bei 0 Volt war, müsst ihr die testen. Da habt ihr einfach keine Wahl. Und das machen wir bei unserem Pack, bei der Powerwall, die ich hatte und die ja jetzt auf 0 Volt war, machen wir das momentan auch. Also ich habe die einem Kumpel geschenkt und der testet die gerade alle. Und da waren jetzt schon einige Heaterzellen dabei und da sind auch nicht alle Zellen in Ordnung. Ja? Also die hat Schaden genommen. Also bitte, bitte macht es nicht einfach. Also bitte ladet die nicht einfach und verwendet die so total dumm weiter, sondern ihr müsst die mindestens testen, ja. Also das ist das Minimum, was ihr tun müsst. Viele sind da sicherlich sehr vorsichtig und sagen, die schmeiße ich dann weg, was auch bestimmt nicht unbedingt das Schlechteste ist. Auf jeden Fall nicht einfach hochladen und weiterverwenden, ja. Das kann ich wirklich nur tausendmal wiederholen, ja. Okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet wieder ein bisschen was lernen. Ich fand es spannend. Ich wusste das selber noch nicht so genau. Und dann sage ich mal, wie gesagt, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo dalassen. Ich freue mich sehr über sowas. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.